Willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns die Knipe Industria AB Aktie an, also die Knipe Group. Wir werden uns mal folgende Details anschauen. Wir werden uns die Finanzdaten des aktuellen Geschäftsberichts ansehen, 2022 und QI2 2023 und den Umsatz. Was bleibt mir vom gesamten Umsatz? Im Chart werden wir auch reinschauen. Wie sieht er aktuell aus? Und nun starten wir mit der Analyse der Knipe Group. Hier sind wir aus der Bilanz 2022. 12 ist immer das Bilanzschlussjahr im Dezember. Wir sehen hier Return on Equity, er liegt bei 15,57%, auf alle Fälle mal über 10, ist auf alle Fälle mal sehr gut. Zur Bilanzsumme haben wir 8% und das investierte Kapital erwirtschaftet ungefähr 11% Rendite. Aktuell 2022. Nun QI2 2023 sehen wir hier, da haben wir hier 16,4%, das heißt, das Return Equity ist nun höher wie im Jahr 2022. Auch das Return Asset liegt bei 8,4%, da liegen wir genau um 0,4% höher wie im Jahr 2022 und das investierte Kapital erwirtschaftet nun 11,6%. Hier sehen wir aktuell das Price-Sales-Verhältnis, das ist aus dem Jahr 2022 lag es bei 3,37, das heißt, der Umsatz pro Aktie ist ungefähr der Aktienkurs zweimal so hoch. Hier haben wir das Preisziel für Trading 12 Month, QI 2023, der letzten vier Quartale zusammen addiert. Da liegen wir nun unter 3, das heißt, wir sind hier günstiger. Das Preis-Buchwert liegt bei 4,84, auf alle Fälle liegt der Buchwert pro Aktie bei 1. Da liegen wir genau 300% drüber, fast 400% sogar und aktuell bei 438, also 4,38. 340% drüber, über den Buchwert pro Aktie. Das heißt, der Aktienkurs ist auf alle Fälle mal sehr, sehr hoch. Buchwert wäre bei 13,86 schwedische Kronen. Bargeld pro Aktie 2,39, freie Cashflow nur 0,18 schwedische Kronen. Long-Term Debt to Equity, das wäre die Langverbindlichkeiten zum Eigenkapital mit Faktor 0,18, das heißt, das Eigenkapital ist höher wie die Langverbindlichkeiten und zur Gesamtverschuldung haben wir einen Faktor 0,93. Das heißt, das Eigenkapital ist höher wie die Gesamtverschuldung. Auf alle Fälle mal liegen wir hier über 50% Eigenkapitalquote, was auf alle Fälle mal nicht schlecht ist. Hier haben wir einen aktuellen Kurs an der Börse, 66,92 schwedische Kronen. Hier sehen wir aktuell die Marktkapitalisierung in schwedische Kronen und hier das Enterprise Value. Also einer müsste, um die Firma zu kaufen, diesen Betrag bezahlen. Also 160 Milliarden schwedische Kronen. Die Earnings per Share Trailing 12 Month sind 4,27 schwedische Kronen pro Aktie. Das KGV liegt bei 15,67. Da liegen wir auf alle Fälle um den 15er Faktor, was auf alle Fälle mal nicht schlecht ist. Und das Verhältnis zum freien Cashflow ist leider zu hoch mit 302. Das heißt, entweder müsste der Kurs weiterfallen oder der freie Cashflow müsste nach oben gehen. Dividende aus dem Jahr 2022 war 0,5 schwedische Kronen. Zahlen Sie seit 14 Jahren, habe ich rausgefunden. Rendite wäre 0,75%. Auf alle Fälle mal nicht sehr viel Dividendenrendite. Die Earnings per Share der 5 Jahre war 1,46. Hier das KGV viel zu hoch. Auch zum freien Cashflow viel zu hoch. Da müssten wir unter 22,5 sein. Das heißt, der Aktienkurs hat mehr Potenzial nach unten als nach oben. Die Knipe Industrial AP, also die Knipe Group, ist im Industrial Sektor tätig. Hier seht ihr aktuell den Google Finance Ticker von der schwedischen Stockholm Börse. Currency Exchange, also wenn wir die Aktie in Schweden kaufen, in schwedische Kronen, müssen wir ja Euro wechseln. Und ich bin ein Freund, ich kaufe die Aktie immer in der Heimatbörse. Dann haben wir hier 118.000 schwedische Kronen. Und wenn der Wechselkurs schlechter wird, der Euro stärker, haben wir nur noch 8.700 Euro, werden die schwedische Kronen stärker, der Euro schwächer, haben wir ca. 11.764 Euro. Also man kann genauso einen Währungsgewinn oder Währungsverlust erleiden. Umsatz. Wir sehen auf alle Fälle, dass der Umsatz vom Jahr 18 bis QI2 2032 auf alle Fälle verdoppelt werden konnte, also 100% Zuwachs. Nettomäßig haben wir auch eine Steigerung von über 100%. Auf alle Fälle mal
positiv, dass wir hier auf alle Fälle ein Wachstum sehen. Falls ihr neu von dem Kanal seid, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Nicht vergesst, die Glocke zu aktivieren. Das Abonnieren auf YouTube ist kostenlos und damit unterstützt ihr meinen Kanal, damit YouTube sieht, dass meine Videos Interesse zeigen und er es auch anderen Zusehern ausstrahlt. Hier Zahlen, Fakten. Wir sehen, dass der Umsatz um 100% gesteigert werden konnte, Betriebsergebnis um 146%, nettomäßig 144%. Freie Cashflow aber nur um 30%, Dividende zwar um 150% und das Bargeld nur um 11%. Wir sehen, dass der freie Cashflow hier über dem Nettoumsatz ist, das auf alle Fälle mal gut ist, und sonst immer unter dem Nettoumsatz lag. Das heißt, auf alle Fälle haben wir hier höhere Kosten in Investitionen und Forschung. Und hier war es auf alle Fälle mal ein guter Wert, denn hier liegen wir über dem Nettoumsatz. Finanzdaten aus dem Umsatz, 5-Jahres-Durchschnitt und aktuell Q2 23. Wir sehen, das Betriebsergebnis Operate Margin haben wir hier 13,7% im 5-Jahres-Durchschnitt und Operate Margin Trailing 12 Month als Betriebsergebnis aktuell 15,44. Profit Margin netto, was überbleibt nach Steuern und Zinsen, haben wir hier 10%, was überbleibt, und hier 11,2%. Freier Cashflow 5-Jahres-Durchschnitt ist 1,8 Milliarden schwedische Kronen. Aktuell nur noch 1,5 Milliarden schwedische Kronen. Ist ein Rückgang von 18,14%. Auf alle Fälle liegen wir hier unter dem 5-Jahres-Durchschnitt. Hier liegen wir auf alle Fälle über den 5-Jahres-Durchschnitt, was auf alle Fälle mal vom Umsatzseiten technisch her gut ist, dass mehr überbleibt. Hier sind wir aktuell im Chart auf Monatsbasis und wir sehen hier einen roten Körper. Und wenn wir genau den roten Körper anschauen, haben wir das Hoch hier bei 138 schwedische Kronen und unten bei 81 schwedische Kronen. Und wir gingen hier ständig hin und her. Das war ein großer Außenstab. Dieser Stab war ein Außenstab. Und wir haben hier immer hin und her gependelt. Rauf, runter, rauf. Wir haben sogar in der Nähe des Hoches vom Außenstab sind wir gekommen, bis auf 124 schwedische Kronen. Und dann kam der massive Abverkauf runter. Aktuell liegen wir unter diesen Tiefkursen, also wir liegen unter 67 schwedische Kronen. Das heißt, wir haben nun den Außenstab nach unten verlassen. Wir müssen dann nächstes Monat im Oktober, sollten wir wieder über die 81 schwedische Kronen kommen, sind wir wieder im Außenstab und können dann wieder hochlaufen auf die 138. Bleiben wir drunter und gehen nur hoch bis auf die 81 und dann wieder weiter runter, ist dieser Bereich 81 schwedische Krone ein Widerstand. Nun ist wichtig, wo schließt der Monat im September? Bleiben wir unter die 67 schwedische Kronen, ist das nun der nächste Widerstand. Nun schauen wir in die kleineren Zeiteinheit rein, wo hier die Signale entstehen würden für ein negatives oder positives Signal. Hier sind wir aktuell im Wochenchart und wir sehen hier Bewegung runter, hoch, runter, hoch, runter, kein neues Hoch bei 124 schwedische Kronen. Diesen Tiefkurs hier haben wir mehrmals getestet. Hier wieder runter. Hier sehen wir den Widerstand bei diesem Tiefkurs aktuell. Hier Widerstand. Wir befinden uns aktuell unter dem gleitenden Durchschnitt und wir haben nun die 67 nach unten verlassen. Positiver würde es erst wieder werden, laut dieser Chartformation, über 85 schwedische Kronen oder über die 86 schwedische Kronen. Denn dort haben wir aktuell das vorletzte Hoch. Und aktuell haben wir drei große Körper, rote Körper. Und aktuell Tendenz, Kursziel wahrscheinlich 62 oder die 55 schwedische Kronen. Solange wir hier keinen grünen Körper sehen, ist das Ganze immer noch negativ. Also abwärts gerichtet, kein Kaufsignal. Hier fairer Wert aus der Bilanz 2022, Dezember. Wir sehen hier aus Buchwert und Earnings per Share den fairen Wert von 26 schwedische Kronen im 5-Jahres-Durchschnitt bei 21. Das heißt, aufgrund des höheren Earnings per Share ist hier auch der fairer Wert höher. Hier war der fairer Wert im 5-Jahres-Durchschnitt niedriger. Nun liegen wir höher, was auf alle Fälle ein gutes Zeichen ist. Hat aber nichts damit zu tun, warum der Aktienkurs sinkt. Der fairer Wert aus dem Nettozuwachs, der 20% per Anno lag, haben wir 44, im 5-Jahres-Durchschnitt 30. Das heißt, diese faire Werte liegen auf alle Fälle unter dem Aktienkurs aktuell. Und vom freien Cashflow, der rückläufig ist mit 25% per Anno,
2,77 und im 5-Jahres-Durchschnitt 13,9 schwedische Kronen. Also wir sehen, die fairen Werte liegen auf alle Fälle unter dem Aktienkurs. Hier die fairen Werte aus der Bilanz QI2 23 mit dem aktuellen Buchwert und Earnings per Shares und freien Cash von 0,76 haben wir hier 30 schwedische Kronen, vom Nettozuwachs wären das 51 schwedische Kronen und vom freien Cashflow 11,3 schwedische Kronen. Dividende in QE2 bezahlt, letzten 4 Quartale addiert, wäre 0,65, wäre ca. 1% Dividendenrendite. Und der Aktienkurs ist aktuell 66,32 schwedische Kronen. Hier eine Simulation bis zum Jahr 2027 mit dem Buchwert mit einer Steigerung von 16,7% simuliert per anno, Nettozuwachs von 24% und freier Cashflow 5%. Wir sehen hier, dass der Buchwert nach oben geht bis auf 33 schwedische Kronen, der Nettoumsatz bis auf 7,4 schwedische Kronen und leider auch positiv der freie Cashflow fast auf 1 schwedische Kronen hochgeht. Die fairen Werte aus Buchwert und Earnings per Share wären dann die 36 schwedische Kronen. Vom Nettozuwachs wären es 75 schwedische Kronen. Im Jahr 23, wenn wir die 3,11 schwedische Kronen erreichen, Earnings per Share. Das heißt, dort liegt der Kurs in der Nähe ungefähr. Freier Cashflow wäre 11,9 fairer Wert. Im Jahr 2027 wäre der faire Wert aus Buchwert und Earnings per Share 74 schwedische Kronen. Da liegen wir aktuell dann mit dem Buchwert auf dem gleichen Niveau wie mit Nettozuwachs im Jahr 23. Da wäre der faire Wert dann 177 schwedische Kronen und vom freien Cashflow nur 15 schwedische Kronen. Mal schauen, was der Chart uns aktuell einpreist. Entweder die 35 oder die 75. Hier haben wir die Earnings per Share zur Dividende und wir sehen, dass die Earnings per Share Dividende auf alle Fälle leicht bezahlen kann. Das heißt, wir haben ja auf alle Fälle ein sehr niedriges Payout. Das heißt, die Dividende kann auf alle Fälle schön gesteigert werden. Hier zum freien Cashflow und dort sehen wir auf alle Fälle andere Signale. Hier hatten wir einen optimalen Wert beim freien Cashflow. Hohes freien Cashflow, geringe Dividende, geringes Payout. Hier war das Payout auf alle Fälle sehr hoch, sogar zu hoch, über 100%. Und nun liegen wir auch mit einem hohen Payout in QI2 23. Hier wieder Zahlen, Fakten. Die Earnings per Shares pro Aktie konnten um 144% gesteigert werden, Dividende um 150%, freie Cashflow nur um 31%, Payout zum Earnings per Share Trading 12 Month QI2 23 haben wir hier mit 26%, zum freien Cashflow mit 86%. 5-Jahres-Durchschnitt Payout wären zu Earnings per Share 24,8. Da liegen wir nun knapp drüber. Beim freien Cashflow wäre es 40. Da liegen wir auf alle Fälle mit dem doppelten Wert drüber. Das heißt, vom freien Cashflow ist die Dividende bald nicht mehr bezahlbar. Also, Dividendensteigerung, Fantasie wird immer weniger. Hier Zahlen, Fakten. Die Knight Group konnte ihren Umsatz um 100% steigern in dieser Zeitperiode. Und der Nettoumsatz um 144%. KGV liegt aktuell bei 15,6. 5-Jahres-Durchschnitt auf alle Fälle haben wir mit 45 ein hohes KGV. Das heißt, der Aktienkurs müsste noch weiter runtergehen oder die nächsten Earnings per Share müssen höher werden. Im nächsten Jahr 24, damit dieser Wert nach oben geht. Return Equity hatten wir in der Trailing 12 Month 16,4%. Auf alle Fälle mal höher wie im Jahr 2022. Auch das Return on Invest mit 11,6% ist auch höher wie im Jahr 2022. Preis-Sales verdient auf alle Fälle nun niedriger mit 2,99. Buchwert ist auf alle Fälle zu hoch. Und wir sehen auf alle Fälle, dass Profit Margin 11,2% ist in der Trading 12-Month-Bilanz, was auf alle Fälle mal besser ist wie im 5-Jahres-Durchschnitt. Aber leider sehen wir im Chart, dass wir hier den großen Außenstab haben und wir diesen Bereich von 81 schwedische Kronen nach unten verlassen haben. Das war der untere Bereich vom Außenstab. Hier sehen wir auch nach unten verlassen. Nächstes Monat werden wir wieder drinnen. Nun haben wir aber generell die Frage, können wir im Oktober wieder reinkommen in diesen Außenstab? Ist das Ganze positiv zu sehen? Bleiben wir drunter? Wird diese 81 eine Widerstandszone oder sogar die 67 wird eine Widerstandszone? Darum schaut auch die Chartanalyse detaillierter an, damit ihr mehr erfahrt, wann es wieder positiver wird auf Wochenbasis. Und hier findet ihr ein weiteres Video von mir. Viel Spaß beim Anschauen.